Bonjour und herzlich willkommen zur 48. Folge unseres Victoria 3 Let's Plays mit Frankreich. Ich bin der Palzi. Letzte Folge haben wir ja unsere Bauqueue leerlaufen lassen. Die habe ich jetzt zwischen den Folgen mit ein bisschen Arbeit mal gefüllt. 25 Seiten Kraftwerk vorneweg, denn einen kurzen Blick auf den Markt, nur für eure Information. Gibt halt diverse Defizite. Wein kann man ja leider nicht beheben, da man das nur als Sekundäranbaumethode, die wir aber einsetzen, produzieren kann. Ja, man könnte jetzt noch mehr Weizenfelder bauen, aber der Weizenpreis an sich ist völlig in Ordnung. Also das sehe ich nicht ein. Könnten mal gucken, ob wir da noch eine Handelsroute für Wein finden, die bisschen größer ist. Hier Österreich, Ungarn. Lass uns die mal noch nehmen. Aus Argentinien könnten wir ein bisschen was importieren. Hier von den Indern. Die beiden dürften auch wenn die erstmal stehen, werden die anderen nicht mehr produktiv sein. So, dann aber zurück hier in den Markt. Größtes Problem ist Elektrizität. Die kommen jetzt als erstes. Transport müssen wir uns wahrscheinlich zwischendurch nochmal drum kümmern. Sind zwar ein paar Eisenbahnen drin, aber ich glaube nicht, dass das alles lösen wird. Ansonsten ist Grundbedarf eigentlich relativ gut. Nichtsdestotrotz ist Holz und so weiter noch ein bisschen eingereiht. Militärwaren sehen gut aus. Das habe ich hingekriegt, indem ich einfach ein oder zwei Produktionsstätten umgestellt habe auf Handfeuerwaffen. Dadurch ist der Preis dann gesunken, der für Artillerie ein bisschen höher gegangen ist. Ihr seht, das ist alles noch völlig im Rahmen. Luxus gucken wir zuletzt. Die Industriewaren sehen auch relativ gut aus. Nichtsdestotrotz auch da ein bisschen was eingereiht. Und dann ja, das größte Problem ist eigentlich Opium. Teure Militärware, nicht gut. Telefone habe ich nicht eingereiht, die müssen einfach erstmal anziehen. Da haben wir zwei Produktionsstätten und die sind bei weitem nicht voll besetzt. Aber wie gesagt, ansonsten alles überall ein bisschen was eingereiht. Ich meine, ich kann das auch kurz zeigen für diejenigen, die es interessiert. Problem aber jetzt gleich im Hinterkopf ist noch die Situation beim Opium. Also das ist hier erstmal Kraftwerke, dann kommen Eisenbahnen, dann kommen das, was wir noch an Opium raushauen können. Motoren, Ölbohranlagen habe ich mal proaktiv ein bisschen was gebaut, damit wir dann auch die Produktionsmethode bei den Waffenfabriken noch umstellen können. Glas ein bisschen, Blei, Gummi. Motorenwerke, Motoren sagt Stahl, wer Stahl sagt Eisen, Färbemittel, Kohle, Holz, Lebensmittel, Kaffeeplantagen, Teeplantagen, Zucker, Möbelfabriken, Tuchfabriken und das war's dann, glaube ich, auch. Ja. Das ist die Bauqueue. Ich weiß nicht, ob ich was vergessen habe. Wenn dem so ist, dann ja, sei es halt drum. Ansonsten, das müsste sich damit erledigen. Aufruf zum Frauenwahlrecht wird sich eigentlich auch erledigen, wenn wir die nächsten Wahlen haben. Das ist nächstes Jahr der Fall, dann müsste das okay sein. Denn das Frauenwahlrecht haben wir ja in der letzten Folge beschlossen. Wir müssen nur noch die Wahlperiode abwarten. Aktuell arbeiten wir an keinem Gesetz. Könnten wir das ändern? Könnten wir bei der Kinderarbeit mal gucken, um auf die Grundschulpflicht zu kommen? Würde die Industriellen aber verärgern? Ist uns das egal? An sich ja, aber 16% ist auch nicht so dicke. Ja, wir reden mit der... Ansonsten Räterepublik? Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, ich glaube, ich habe es versaut. Muss ich ehrlich sagen. Nationalgarde können wir auch nicht von weg, weil das die Streitkräfte verärgern würde. Von 11 auf minus 9, das muss nicht sein.
Und garantierten Freiheitsrechte möchte man ja nicht sowieso nicht bei einer Räterepublik. Wir müssten sowieso noch umstellen auf Oligarchie oder Autokratie, um wirklich die Planwirtschaft umsetzen zu können. Das ist ja das zweite Ding, Räterepublik sein, Planwirtschaft haben. Wie gesagt, ich glaube, ich habe den Spielstand hier an die Wand gesetzt, aber ich werde jetzt noch ein bisschen weiterspielen, um zu schauen. Gut, Armengesetz, könnten Altersrenten einführen, aber das ist halt alles, kostet halt noch mehr und aktuell fahren wir schon ein massives Defizit. Ich hoffe, dass wir das irgendwie handhaben können, ansonsten müssen wir mal gucken, wo wir noch was rauskitzeln können. Ja, ansonsten, der gute Simon ist inzwischen 71 Jahre alt, das war ja einer der großen Hindernisse oder ist immer noch, die wir haben, der ist Anführer der Streitkräfte, aber er mag nicht sterben. So. Dann lassen wir anlaufen und harren der Dinge, die da kommen. Na, Telefone müssten eigentlich kommen. Die müssten einstellen, denn der Bedarf ist da. Der Preis für Telefone, ja, ist zu hoch. Achso, dann haben wir ja noch Opium. Und da die Überlegung, ob man sich den zweiten Teil von Westmali holt. Ja, wenn man sich hier den Staat mal anguckt. Da geht schon noch ein bisschen was. Da könnte man noch ein bisschen Opium hochkloppen. Könnte auch gucken, hier Massina, Ostmali. Da gehen auch Opiumplantagen und zwar nicht zu knapp. Ansonsten halt weitere Expansion in Indochina. Wir sind aktuell bei einer Verrufenheit von 73. Luang Prabang würde ich direkt nehmen wollen, damit wir eine Grenze zu Burma haben. Wären 13. 13,3. Dann wären wir bei fast 87. Da die aber Tributgeber an Siam sind und Siam sicherlich einsteigt, wäre dann der Dominion-Zwang halt auch noch ganz nett, aber das sind 23. Oder man verzichtet in dem Zusammenhang auf den Dominion-Zwang erstmal. Die halten ja auch noch ein Stück von Kambodscha. Wir haben Opiumdefizit. Können wir denn am Markt Opium einhandeln? Vom bengalischen Markt. Und zwar nicht zu knapp, her damit. Sehr schön. Ja, das ist das Tolle. Die sind halt nicht mehr im britischen Markt drin. Dann führen wir vielleicht keinen Krieg. Und 630, löst das Defizit? Ne, nicht annähernd. Das heißt, wir brauchen mehr Opiumplantagen. Es sind noch ein paar eingereiht. In Kombination könnte das reichen. Wie viel? 13,3. 13,3. Das Gebiet ist unvorteilhaft. Wie viel Landwirtschaft geht denn hier? Ist auch nicht die Masse. In Summe sind das gut 20, wenn ich mich nicht verrechnet habe. 4, 13, 16, 20, 22. 22 Opiumplantagen gingen dann nochmal. Eine Opiumplantage produziert wie viel? Das sieht man, kriegt man leider nicht angezeigt. Aber hier sind es aktuell 32, die rund 2000 produzieren.
Da ist noch ein Bonus mit drauf. Also ist wahrscheinlich 5, 60, würde ich sagen. 60 pro Opiumplantage. Wie viel haben wir denn hier? Hier haben wir 24. 60 pro Opiumplantage, würde ich sagen. 50 bis 60. Das heißt, wenn wir da 20 mehr hätten, dann wären das auch nur 1000 bis 1200. So, was ich jetzt gar nicht kontrolliert habe, haben wir überall 5 Truppen, auch in den noch so kleinsten Staaten. Ja, haben wir. Tja, geht man das an? Wieder bei 87. Nee, wir lassen runterticken, dass man gegebenenfalls Siam in einem Abwasch auch noch holen. Obwohl, würde ich das wollen? Denn wenn die einknicken in einem Diplomatiespiel, hätte man ja die Verrufenheit für den Dominionzwang auf sie. Komm, Staat erobern. So. Ach, und jetzt sind wir automatisch im Krieg mit Siam. Okay, das halt. Die sind doch nur Tributgeber. Okay. Na gut, schlimmstenfalls knicken wir halt ein. Was haben die denn an Truppen? Was hat Siam denn an Truppen? Och, das ist gar nicht mal so knapp. Truppenstand, lass mich raten, Linie. Uneinheitlich. Siam, du bist enttäuschend. Wie ist das hier bei Luang Prahang? Uneinheitlich. Okay. Die haben wie viele Truppen? Okay, dann Simon. Dich wollen wir ja sowieso loswerden. Dann gehst du an die Front. Und dann holen wir noch irgendwas Großes. Mobilisieren dich hier an der Front. Und Abmarsch. Wie viele Truppen haben wir eigentlich hier in dem Hauptquartier? 20. Allerdings ohne General. Was haben wir denn an Generälen aktuell? Indochina. Da. Der wäre gut für Europa, eher oder überhaupt irgendwas Größeres. Der ist natürlich hier zweimal Experte. Die sind alle drei relativ gut. Also insbesondere die beiden. Vielleicht schicken wir gleich mal einen in Rente. Denn der ist ja hier mit gerade mal 45 Jahren schon interessant. Für Indochina rekrutiere ich aber erstmal dich. Dann gucken wir uns mal die Generäle an, was die so können. Der ist zum Beispiel nicht besonders. Und dafür, dass er ein großes Kontingent hat.
aber er ist eine Grabenratte. Ja, aber Hitzkopf ist halt nicht besonders gut. Kokainsüchtig. Der ist 45, der 44. Er ist 59. Ich werde den entlassen. So, damit haben wir jetzt eine freie Front. Weil wir jetzt natürlich hier im Okzitanien einen General rekrutieren, und zwar den. Du bist in Okzitanien. Du wirst befördert bis zum maximalen Rang. Dann mobilisiert. Und an die Front geschickt. So. Hätten wir das schon mal geklärt? Was hätten wir jetzt noch an Generälen? Nur so informativ. Beide Offensivplaner, alle drei Offensivplaner. Und der zusätzlich standhafter Verteidiger. Ja, im Kongo könnte man... Ach nee, da haben wir schon einen, den müssten wir nur befördern. Der in Südafrika braucht auf jeden Fall eine Beförderung. Welcher General ist denn in Südafrika? Brandschatzer, Defensivstratege, ist auch nicht der Beste, kann ich dazu nur sagen. 47... Gehört den Streitkräften an. Der wäre auch Streitkräfte. So, den habe ich jetzt für Südafrika rekrutiert. Das heißt, da haben wir irgendwie zwei jetzt. Das ist der neue. Und du wirst entlassen. So, und der neue in Südafrika, der kann auch eine Beförderung bekommen. So. Irgendwo noch große Kontingente, der im Kongo kann noch befördert werden. Den können wir uns auch mal angucken. Alles andere sind irgendwie nur 10er-Kontingente, wo ich nicht einsehe, Generäle zu rekrutieren. Kongo. Wo ist der Kongo-General? Ja. Ist auch nicht so besonders. Gehört welcher Fraktion an? Den Industriellen. Kongo. Ja, auch hier standhafter Verteidiger. Offensivplaner ist zwar kokainsüchtig. Offensivplaner sorgfältig. Finde ich auch gut. Den rekrutieren wir für den Kongo. Und dann schmeißen wir den anderen da raus. Die müssten ja jetzt ganz unten sein, beide, weil sie sich das Kontingent teilen. Du bist der von den Intellektuellen. Wo ist der andere aus dem Kongo? Du. Industrielle entlassen. So, und dann können wir den Kongo-General, den neuen... nochmal befördern. Und das sollte... Oh, habe ich den jetzt für ein falsches Hauptquartier rekrutiert? Oder haben wir so viel Truppen im Kongo? Kurz anlaufen lassen.
Jetzt hat er 40 Truppen im Kongo. Hat im Kongo echt so viele Truppen? Da sind 55, Tatsache. Dann kriegst du auch noch eine Beförderung gleich. Dass die Großen jetzt erstmal besetzt sind. Ja, das ist okay so. Wir haben zwei Generäle mobilisiert und der in Indochina. Dich mobilisiere ich nicht. Du kannst ja weiter, du kannst in der Kaserne sitzen, verteidigen tust du ja eh. Und dann schauen wir mal, was das Diplomatiespiel so hergibt. Könnten Länder in eine Richtung beeinflussen, zum Beispiel Russland. Aber ich glaube nicht, dass das notwendig sein wird. Was wir in dem Krieg hier machen könnten, ist zum Beispiel die Sklaverei abschaffen. Sklavereiächtung in Siam, das wäre eine Möglichkeit. Kriegsreparation könnte man noch nehmen. Klientel an. Wir könnten Laos befreien, das ist aber nicht zielführend. Kambodscha, die wir dann direkt erobern könnten. Das könnten wir aber auch so machen. Das sehe ich nicht. Klientellandbefreiung, Champasak und Chiang Mai. Auch nicht notwendig. Aber wir lassen erstmal laufen, aber Sklavereiächtung wäre halt. Ja, wirklich ein hehres Ziel noch. Wenn man die zum Dominion macht, dann muss man das dann nicht. Aber sie haben es eingeknickt und wir haben damit Laos. Laos. Das heißt, wir gucken als erstes mal die Kaserne. Da wird alles hübsch gemacht. Und auch gleich drei eingereiht noch von. Häfen können die nicht haben. Eisenbahnen haben sie. Achso, da gleich mal gucken in die Bauqueue, was die uns hinten noch dran geknallt haben. Von mir aus auch eine Eisenbahn in Laos noch. So, und dann wollen wir mal anfangen hier auszusortieren, denn wir wollen ja primär Opium. Das war ja Ziel des Ganzen hier. Ein paar Reisfelder können wir ihnen lassen, meinetwegen auch Viehhöfe. Kohle und Eisenminen, haben die auch den Indochina-Bonus eigentlich? Ja, für Wälder. Regierungsverwaltung haben sie nicht. Oder bin ich blind? Nein. Dann bekommt auch ihr eine Regierungsverwaltung noch. Hier habt ihr schon gar nicht mehr genügend Beschäftigte. Das ist alles sinnbefreit hier. Kunsthochschule. Welch. Werkzeugfabriken, Tuchfabriken ist okay. Möbel. Lasse ich euch erstmal. Die eine Eisenmine macht hier den Braten nicht fett, zumal die Beschäftigung nicht ausreicht. Auch hier haben wir keine Beschäftigung. Holzfäller sind am Anschlag. Die können wir auch gleich auf Hartholz stellen. Oh, es gibt inzwischen Baumstammwaggons. Aber wir sitzen erstmal auf normalen Eisenbahntransport. Und dann Opiumplantagen, automatische Bewässerung, bitte. Und dann hier ab nach vorne. Wir brauchen Opium. Wir brauchen es doch. So,
Viehhöfe. Sieht okay aus, bis auf die Tatsache, dass die Börsennotation da fehlt. Reisfelder, Dünger. Reis war, glaube ich, gleichbleibend. Na, gucken wir mal hier rein jetzt. Da sieht man es besser, ob hier noch alles passt. Hier passt zum Beispiel nicht, aber das sind nur die Einberufungszentren. Das ist nicht ganz so wichtig. Bei der Eisenbahn gehen wir auf Landesbetrieb. Hier sieht es gut aus. Ja. So, und dann hier Universitäten. Das Stadtzentren sind wir auf elektrisch und öffentliche Motorkutschen. Waffenfabriken gibt es jetzt die Zweiteilung seit neuestem. Motorenwerke gibt es auch die Zweiteilung. Achso, hier geht die Börsennotation immer noch nicht. Werkzeugfabriken. Glashütten. Müsste ja Laos sein. Ja, das auf keinen Fall. Dann Knochenporzellan bitte. Möbelfabriken alle auf Präzision. Und hier Vakuumisierung, Brennblasen und das. Dann haut doch alles hin wieder. Das war nochmal Expansion in Indochina. Sind jetzt bei 86. Jetzt heißt es wirklich Füße stillhalten. Mensch, Palsi, du bist aber auch ein Aggressor, du. Ja, wir brauchen doch aber das Opium. Drogen. Das war... Hört ihr das auch? Die Erfindung des Telefons hat uns die Tür zu großen Verbesserungen in der Kommunikation eröffnet. Ach nee, geöffnet, aber ist auch egal. Oder in unserer Strom- und Elektrizitätswirtschaft. So, 6K für Funk finde ich super. 6K für Funk. Können eh mal ins Journal gucken, ob da wieder was Interessantes aufgepoppt ist inzwischen. Nö. Der Eiffelturm steht doch aber. Was fehlt denn da noch? Da ist ein Haken, da ist ein Haken. Also für dieses Ereignis, für diesen Journaleintrag haben wir eigentlich alles erfüllt. Oder fehlt da... Nee, ach nee, hier, da, beliebiges... Gebäude im Staat Ildefurbrochen, Stadtzentrum der Stufe 40. Heidewitzka. Wo sind? Ach, da fehlt ja gar nicht mehr so viel. Da müssen wir nur mal irgendwo was anschieben noch. Dann passt das auch. Dann passiert das ja automatisch. Hier zum Beispiel zwei Holzfällerlager mal. Gleich vorne einreihen. Regierungsverwaltung kann auch nicht schaden, obwohl das war gerade Blödsinn, denn ich glaube nicht, dass wir hier auch nur annähernd an der Besteuerungskapazität sind. Ja, dann schmeißt die mal wieder raus. Ile-de-France. 81 Kunsthochschulen, Heidewitzka. Dann hier mal drei Papierfabriken noch und... drei Möbelfabriken. So. Ich denke, damit müsste dann eigentlich das Stadtzentrum auch nochmal erhöht werden. So,
Ausmerzung des Monarchismus läuft auch durch. Dann muss er ja einfach nur 5 Jahre laufen. Vielleicht passiert da noch was. Löst das Ereignis die letzten Monarchisten aus. Schön wär's ja. Schön wäre es aber auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Denn die Folge endet jetzt hier. Ich hoffe, es hat gefallen. Und wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like und gegebenenfalls ein Abo dalassen würdet. Bis zum nächsten Mal, euer Palzi.